Okay, bei dieser Aufgabe, die wirklich knackig ist, also anspruchsvoll und die auch drankommen könnte, so in der Form in der Abschlussprüfung für den mittleren Schulabschluss an der Mittelschule, also nach der 10. Klasse, bei dieser Aufgabe muss man schon sehr viel Wissen aus unterschiedlichen Gebieten der Mathematik auf Lager haben, um sie zu lösen. Zum einen steht hier oben ein gleichseitiges Dreieck. Wer das nicht weiß, dass ein gleichseitiges Dreieck überall, also hier, hier und hier, 60 Grad Winkel hat, hat bei dieser Aufgabe schon keine Chance. Das ist also das Erste. Das Zweite ist, wir haben rechtwinklige Dreiecke, können also mit Winkelfunktionen arbeiten. Hier sind rechtwinklige Dreiecke, hier drüben ist auch noch eins und hier auch. Und was wir noch haben, das ist ein Strahlensatz. Wenn das hier das Zentrum ist, dann habe ich einen Strahl, zwei, drei Strahlen und ich habe hier zwei Parallelen. Das weiß ich, weil hier rechte Winkel sind. Ich soll die Fläche, die grau ausgefüllt ist, berechnen. Das heißt, ich muss von einem Kreissektor, das hier ist ein Kreissektor, und zwar hat der hier 60 Grad, also ist das ein Sechstel von einem gesamten Kreis, muss ich auch noch ein Dreieck abziehen. Ich brauche also Flächenformeln, dann brauche ich vielleicht den Strahlensatz, dann Winkelfunktionen. Hier kommt tatsächlich einiges zusammen, weil mit so einer Aufgabe kann jemand zeigen, ob er es wirklich drauf hat. Gut, dann starten wir. Vielleicht zeichnen wir uns zunächst ein, was gegeben ist. CE ist gegeben, das sind 4 cm und GB 9,2 cm, das ist das hier. Gut, 9,24. Was ich auch noch weiß, ist, dass das hier oben ein 30-Grad-Winkel ist. Denn der komplette Winkel ist 60 und das ist ja die Winkelhalbierende. Also kann ich zum Beispiel hier schon mal die Länge CG berechnen. Ich brauche ja, um die Fläche von dem kleinen Dreieck herauszukriegen, da oben noch ein paar Informationen. Also, ich möchte CG berechnen. Aus Sicht dieses Winkels ist das hier die Hypotenuse und die 4, die wir wissen, ist die Ankathete. Das hier drüben wäre die Gegenkathete. Aus Sicht des Winkels, also wenn ich hier rausgucke, ist das hier gegenüber, Gegenkathete, das ist die Ankathete. Ich habe also Ankathete und suche Hypotenuse, das ist die Winkelfunktion Cosinus. Cosinus von 30 Grad ist Ankathete, das ist 4, durch Hypotenuse, das ist das, was ich suche, x. So etwas durch x aufzulösen, mache ich immer so, dass ich hier Eintel draus mache und dann darf man, wenn man links und rechts einen Bruch hat, kreuzweise multiplizieren. Also 1 mal 4 ist 4 und auf der anderen Seite steht dann kreuzweise Cosinus 30 mal x. Jetzt teile ich durch Cosinus, geteilt durch Cosinus, dann steht hier 4 geteilt durch Cosinus 30 Grad ist x. Das kann man ausrechnen. Der Taschenrechner hilft. 4 geteilt durch Cosinus von 30 da kommt raus 4,6. 4,6. Ich tippe das gerade nochmal nach. Geteilt durch. Ja, 4,6 gerundet. Das ist jetzt diese blaue Linie. 4,6. Ich schreibe das da mal hin. 4,6.
So, jetzt kann ich die nächste Strecke berechnen. Dann nehme ich jetzt diese hier, EG. Ich benutze wieder meinen Winkel 30, dieses Mal aus Sicht des Winkels ist es die Gegenkathete. Ich kann jetzt mit Tangens oder Sinus rechnen, ist egal. Also die Gegenkathete suche ich und sagen wir mal, die Hypotenuse habe ich. Also Sinus von 30 Grad ist die Gegenkathete, die ich suche, durch die Hypotenuse 4,6. Ich mache wieder meinen Trick, ich mache hier Eintel draus, über Kreuz multiplizieren, einmal x ist x und Sinus 30 Grad mal 4,6. Der Taschenrechner spuckt dann aus. Und zwar 2,3 für die Strecke EG. Ich schreibe die hier rein, 2,3. Jetzt kann ich die Fläche von dem Dreieck da oben schon mal ausrechnen. Denn die Fläche des kompletten Dreiecks, die Formel vom Dreieck ist Grundlinie mal Höhe halbe, ist Grundlinie, das ist doppelt so viel als 2,3, also 4,6. 4,6 mal 4 geteilt durch 2. Also, Fläche Dreieck ist 1,5 mal die Grundlinie ist 4,6 mal die Höhe ist 4. Da kommt dann raus, wenn man das eintippt, 4,6 mal 4 mal 0,5 ist 9,2. 9,2 Quadratzentimeter. So, das Dreieck habe ich jetzt schon. Was ich jetzt noch brauche, das ist die Fläche dieses Kreissektors. Ist ein Sechstelkreis, weil das hier ja 60 sind. Und 6 mal 60 sind 360. Wenn ich also die Fläche von diesem Sechstelkreis hier habe, von diesem Sektor, dann brauche ich von dem nur noch das Dreieck hier abziehen und dann habe ich es geschafft. Ich brauche für die Flächenberechnung von einem Kreis eigentlich nur eines, nämlich den Radius, das hier. Das brauche ich. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht mit Strahlensätzen auf das fehlende Stück ED kommen. Man könnte zum Beispiel jetzt hergehen und könnte sagen, kurzes Strahlenstück, also hinteres Strahlenstück, weil es näher am Zentrum ist, zu vorderem Strahlenstück ist hinteres Strahlenstück zu vorderem Strahlenstück. Nochmal, dieses hier zu dem hier ist dieses hier zu dem hier. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Es gibt sehr viele. Ich kann das Ganze ja auch ohne Strahlensatz lösen oder mit anderen Strahlensätzen. Das verhält sich zu dem, wie das Ganze hier zu dem. Dann könnte ich mit dem hier und dem hier, mit Pythagoras, das hier ausrechnen. Möglichkeiten gibt es hier viele. Ich zeige hier nur eine. Und ich entscheide mich für den Strahlensatz. Dieses Stück verhält sich zu diesem Stück, wie dieses Stück zu dem hier. Ich schreibe also auf. 4,6 verhält sich zu 9,2. Wie 4 zu dieser Strecke ED, die ich jetzt X nenne. Ich zeichne sie hier auch noch ein. Jetzt suchen wir dieses Stück. Auch hier mache ich wieder meinen Trick über Kreuz mal nehmen. 9,2 mal 4. Ist 4,6 mal x geteilt durch 4,6. Dann sagt mein Taschenrechner 9,2 mal 4 geteilt durch 4,6. Das ist genau 8.
Das heißt, dieses Stück hier ist 8. Jetzt weiß ich meinen Radius, denn der Radius ist 4 plus 8, also 12. Das hier ist der Radius. Jetzt rechne ich den kompletten Kreis, teile ihn durch 6, dann habe ich diesen Kreissektor und dann ziehe ich die Fläche von dem Dreieck ab. Also, schön der Reihe nach. Der Radius ist 12. Jetzt brauche ich die Flächenformel vom Kreis. Fläche Kreis ist r² mal p. Und Fläche vom Kreis ist 12 Quadrat mal Pi mal 3,14. Die Fläche vom Kreis wäre dann 144 mal 3,14. Der komplette Kreis hat die Fläche von 452,16 Quadratzentimeter. Und jetzt mache ich geteilt durch 6 für meinen Kreissektor. Also Fläche Kreissektor ist geteilt durch 6 ist 75, gerundet 4. 75,4 Quadratzentimeter. Und jetzt rechne ich Fläche Grau, schreibe ich mir Fläche G wie Grau oder Gesamt, ist Fläche Kreissektor minus Fläche vom Dreieck. Das steht hier oben. Also ziehe ich noch 9,2 ab. Fläche Gesamt ist 75,4 minus 9,2. Fläche Gesamt minus 9,2. 66 gerundet, 66,2 Quadratzentimeter. Wenn man sich jetzt anschaut, was ich da alles gebraucht habe, ist das schon eine der schwierigeren Aufgaben, die ich je gesehen habe. Wir brauchen nochmal das ganze Wissen. Wir brauchen, dass das hier 60 Grad sind. Dann weiß ich, dass der halbe Winkel 30 ist. Dann brauche ich Winkelfunktionen. Anschließend brauche ich noch Strahlensatz. Hier brauche ich noch die Dreiecksformel. Dann muss ich noch wissen, dass das ein Sechstel von einem Vollkreis ist. Naja, eine schwierige Aufgabe. Okay.